Ja, nach Ewigkeit immer wieder ein neues Video, entschuldige die lange Abwesenheit, aber danke, danke, dass ihr mir die treu gehalten habt. Das bedeutet mir wirklich viel, über 1000 Abonnenten jetzt, der Wahnsinn. Ja, worum geht's heute? Ihr habt im Titel gelesen, das neue Volkstablet, das vierte Generation jetzt hier, das Volkstablet, gemeinsame Aktionen von Trackstore und Bild. Was uns hier erwartet, werden wir sehen, auf jeden Fall sehr verheißungsvolles Gerät, 10.1 Zoll. Dann mit LTE, die Variante gibt es auch nur in Wi-Fi-Variante, kostet dann 249 Wi-Fi, LTE kostet nochmal 50 Euro mehr, 249 und 299 Euro schlag mich tot. Hier jedenfalls LTE-Variante habe ich mir jetzt gerade frisch in Bayer Telekom geschossen. Ich bin wirklich sehr gespannt aufs Gerät und ob mir das meinen Erwartungen entspricht hier. Also für den Preis Aluminiumgehäuse und Full HD-Display. Für mich einfach mal Wahnsinn, finde ich ein super starker Preis und wir gucken jetzt einfach mal, was uns hier erwartet bei dem neuen Volkstablet. Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Video nach ewig langer Zeit mal wieder hier auf meinem Technikkanal. Ich wollte eigentlich erstmal wieder Videos machen, wenn ich wieder irgendwo sesshaft wirklich geworden bin, aber jetzt aus aktuellem Anlass bekommt ihr doch mal eher wieder was. Ich weiß, ich bin euch eine ganze Menge Videos schuldig geblieben. Aber ja, geht nicht anders. Jetzt ist es nun mal so. Entschuldigt für diese lange, lange Pause und vielen Dank für alle, die dran geblieben sind, die mit treu geblieben sind und allen noch, die dazugekommen sind. Über 1000 Abonnenten jetzt. Vielen, vielen Dank. Aber worum geht es hier heute? Wir haben das neue Volkstablet hier. Diese gemeinsame Aktion von Bild.de oder von Bild und Trackstore. Die ist, glaube ich, die vierte Generation jetzt mit diesem Volkstablet. Und wir haben hier, genaue Bezeichnung ist das Trackstore Surftab Duo W1 10.1 Zoll LTE. Die LTE-Variante habe ich hier. Es gibt auch die nur Wi-Fi-Variante. Kostet 249 Euro oder 250 Euro. Ja, ein paar Cent halt dazu, also rund 250 Euro. Hier mit LTE haben wir die dann bei 299,95, also sagen wir 300 glatt. 32 GB hat das Ganze hier on board. Ist so, dass was man mindestens eigentlich haben sollte bei Windows 10, glaube ich. Wirklich Erfahrung damit habe ich jetzt in Sachen Tablets und sowas noch nicht mit Windows 10, deswegen bin ich auch sehr gespannt. Ich habe halt immer gesucht so nach einem recht günstigen Convertible Tablet im Prinzip mit Windows 10 und Bedingung war das Display in Full HD und jetzt kommen wir auch schon zu den Specs hier. Ihr seht hier unten Full HD, 1920x1200 Pixel. Freut mich sehr. Genaue PPI-Anzahl weiß ich jetzt gerade nicht. Schreibe ich euch runter in die Videobeschreibung alles nochmal die Daten. Ich blende es hier ein. Wie gehabt, eigentlich wie immer vorher. Dann Intel Inside, ein Intel Atom hier drin 5X. Und jetzt schießt mich tot, wie die genaue Bezeichnung ist. Lest es nach. Ich blende es euch alles ein. Der Quad-Core hat das Ganze. Wir haben eine Stiftoption. Der Stift soll 39 Euro kosten. Aktuell habe ich ihn gesehen, gelistet schon für 50 Euro. Da habt ihr also auch eine Stifteingabe optional. Dann, ja, LTE habe ich schon gesagt, 4G hier, Wi-Fi, USB 3.0 und HDMI haben wir an Bord. Und das Ganze unterstützt Micro-SD-Karten in den Formaten HC und XC bis 128 GB. Ja, wie immer haben wir hier auch so ein ganzes Paket geschnitten bekommen, inklusive Multimedia-Paket im Wert von über 145 Euro. Jetzt ja, sehen wir dann, was da drin ist. Sky Online anscheinend und Audible. Ich glaube, vier Hörbücher gratis. Irgendwie sowas war das. Habe ich das zumindest im Vorfeld gelesen. Jedenfalls habe ich mich sehr gefreut, wie das hier angekündigt wurde. Und ich war wirklich heiß drauf. Und jetzt habe ich es mir geholt, weil ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit so ein Ding haben. Für mich einfach, ja. Für mich war klar, das nächste Tablet sollte mal 10 Zoll werden. Bei 10 Zoll wollte ich Windows 10 haben. Und ich wollte eigentlich auch möglichst gleich so ein schönes Paket eigentlich als Convertible haben und nicht noch optional die Tastatur dazu und irgend so ein Gehampel mit Hülle und Tastatur oder sowas. Nein, gleich sowas. Und da war ich sehr heiß drauf. Und ja, jetzt kommen wir, schnacken wir nicht lang, jetzt packen wir es endlich mal aus. Gucken wir uns das mal ganz an. Ich habe es mir natürlich bei der Telekom angeguckt. Achso, habe ich noch nicht gesagt. Das Ganze exklusiv die ersten zwei Wochen bei der Telekom. Vor allem diese LTE-Variante und die Wi-Fi-Variante kommt danach in den freien Handel. Ob das mit der LTE-Variante auch so ist, konnte ich es nirgendwo lesen. Es war immer noch von der Wi-Fi-Variante die Rede. Aber ja, müssen wir dann einfach abwarten. Ich vermute doch, dass hier ein bisschen Verzögerung auch in Handel kommt. Die ganze Aktion soll angeblich bis Ende Februar oder bis 10. Februar irgendwie so laufen. Also wenn ihr es haben wollt, haltet euch ran. Ich schätze allerdings danach, dass es dann auch irgendwie zu kriegen.
Irgendwo werden noch Lager schon übrig sein. So, wir legen das Ganze jetzt auf. Gucken wir einfach nochmal rum. Ah, okay. Dann muss ich hier noch aufschneiden. Ach, ich nehme mal kurz die Hülle, ob ich irgendwas vergessen habe drumherum. Nö, da ist nichts Wichtiges. Ja, hier haben wir natürlich die ganzen Einzelheiten auf der Rückseite nochmal. Und hier könnt ihr auch lesen, was alles dabei ist. Ja, im Paket enthalten Audible 4 Hörbücher, genau. Okay, aus für uns im Wert von 41,75 €. Aha, iKios, inklusive 5 Titeln, eine Ausgabe Computerbild, Stern und Connect im Wert von 31 €. Und Sky, inklusive 2 Starter-Monatstickets und 2 Supersport-Tagestickets im Wert von bis zu 59 €. Also da kommt schon auf diese 145. Das ist nicht allzu viel. Ich glaube, ja genau, Bild Plus habt ihr auch noch mit drin. Wer das denn braucht, ich lege jetzt nicht sofort wieder auf die Bild. Hier nochmal kurz die Specs. Also wir haben 10,1 Zoll Full HD IPS Display. Sollte also recht gute Blickwinkel auch das haben, das Ganze. Dann Windows 10 ist da. Ja, Windows 10 Home, das Ganze hier mit dabei. Blitzschnell, das Volkstablett mit neuem Intel Core Atom X5. Ja, irgendwo haben wir hier bestimmt. Da haben wir die Beschreibung. Ich lese mal kurz. Der X5 Z8300 Prozessor mit bis zu 1,84 GHz, 2 MB Smart Cache hat das Ganze. Ja, Intel HD Graphics integriert im Chip. Geschenkt. Das erste Volkstablet mit 4G LTE, jawohl. Mein Mobil ist zu Hause. Wir bekommen hier Ihr Volkstablet 15 GB Online-Speicher über OneDrive. Also haben wir auch noch mit dabei. Ich glaube für ein Jahr, wenn ich es richtig weiß. Genauso hier diese, ja, das Home-Paket im Prinzip, die Word, Excel und PowerPoint mit on board für ein Jahr. Darf es noch ein bisschen mehr sein? Ja, Querztastatur, USB 2.0. Okay. USB 3.0 haben wir, glaube ich, nur am Tablet, wenn ich es richtig gesehen habe, als Micro-USB. Ja, 2 GB Arbeitsspeicher, genau, das habe ich noch vergessen zu erwähnen. 32 GB Festplattenspeicher, das habe ich gesagt. Ja, das legen wir aber beiseite. Jetzt ist es, Specs habe ich euch eingeblendet, konntet ihr alle nachlesen, müssen wir jetzt nicht alles wieder durchgehen noch. So, einmal, zweimal. Und rumgedreht und Spannung. Tatatata. Wir sehen einen gelben Zettel und irgendwas ist da gerade runtergefallen. Das war wahrscheinlich auch noch mit dem Deckel. Genau, da war noch ein Zettel, der ist irgendwie im Deckel hängen geblieben und jetzt erst runtergefallen. Sehr geehrter Kunde, damit Sie auf Ihrem Tablet SMS empfangen können, müssen Sie die SMS-App aktivieren. Okay. Ja, so Hinweise. Dann nochmal Achtung, setzen Sie eine SIM oder Speicherkarten. Ja, Papierkram, zusätzliche Infos auffassen. So, Gerät lege ich kurz beiseite. Kümmern wir uns gleich drum. Gucken wir erstmal, was da noch dabei ist. Ein Einlegeboden. Dann Bedienungsanleitung, würde ich mal sagen. So, Smart-Anleitung, alles Mögliche gedünst. Gucken wir kurz rein, ob irgendwas Spannendes dabei ist. Produktsicherheit und rechtliche Hinweise, jawohl. Ah, da haben wir hier den Kiosk-Gutschein, den Bild Plus-Gutschein, Sky Online, jupp. Den Gutschein, Audible-Gutschein, dann haben wir hier, was ist das? Ah, und McAfee, okay, schön. Trackstore nochmal. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf, blablabla, jupp. Dann, ja, das hatte ich gerade schon. Und genau, eine kurze Bedienungsanleitung mit Übersicht, was das hier ist, wo wir es finden, wie wir es anmachen und so weiter und so fort. Oh, sehr schön, ein Mikrofasertuch zum, ja, zum Displaywischen und so weiter. Sehr schön, das freut mich. Dann erstmal hier, das könnt ihr erkennen, ein Netzteil mit USB-Anschluss. Das Ganze liefert 2 Ampere, ich habe gerade mal nachgeguckt. Jo, das ist schon ordentlich, das muss auch sein, denke ich, bei so einem Tablet. Jetzt haben wir hier ein USB-OTG-Kabel für USB 3.0. Also ihr seht das hier von den Anschlüssen her. Ich kann es aber jetzt auspacken. Das ist eigentlich Käse, dass ich das hier in die Tüte zeige. Also, ne, USB, ihr seht es an der blauen Farbe und hier an diesem breiteren Stecker, USB 3.0. Und was haben wir hier noch? Ich denke mal, das wird einfach das Daten- und Ladekabel sein. Standard USB, ja, Micro-USB auf USB. Das ist das Daten- und Ladekabel dann. Schön, das war dann, glaube ich, so auch alles, was dabei war. Mehr haben wir nicht.
dann kommen wir schon zum Gerät. Ich freue mich echt riesig. Ich habe schon mal ein bisschen mit rumgefingert im Laden, also bei der Telekom. Und jetzt ist es auch recht schön eingepackt. Das geht auch noch. Ich habe hier so eine kleine Tasche, wenn man so will. So, nein. Ja. Tüdelüt, doch. Eine Tasche, aber eine große Tasche. So, ihr seht die Rückseite. Vorderseite. Ja, da haben wir auch eine Folie drauf, die ziehe ich dann gleich mal ab, aber erstmal machen wir das Ganze auf. So, und im Prinzip seht ihr hier jetzt das ganze Gerät, also mit Tastatur dran. So, jetzt nehme ich das mal ab. So, und dann gucken wir uns jetzt erstmal das Gerät an und dann die Tastatur nochmal, das Tastatur-Dock. So, also wie gehabt, 10,1 Zoll Full HD. IPS-Display, ich ziehe schon mal die richtige volle Folie ab, die nervt mich ja jetzt schon. So. Das war die Folie. Oh, das sieht. Ja, ihr habt natürlich hier breitere Ränder, als ihr das vielleicht noch in irgendwelchen Premium-Geschichten gewohnt seid. Das aber denke ich, das geht noch in Ordnung, wenn ihr es hier so haltet. Finde ich jetzt nicht wirklich schlimm. Man denke den Preis 250 mal 300 Euro. Ich denke, da kann man nicht meckern. Mich stört es nicht. Ich habe ein Tablet gern auch mal ein bisschen so in der Hand und nicht dann irgendwie so, dass ich da mit dem so, naja, wie ich es auch halten will, sondern einfach, dass ich auch so mit einer Hand dann satt halten kann. Und das kann man auch so im Hochformat. Das geht ganz gut. Okay, dann, was haben wir hier? Gehen wir mal rund ums Gerät, Rückseite. Die Folie kommt jetzt auch runter. Wenn ich es irgendwo zu packen kriege, die haben sie natürlich jetzt nicht über die ganze Fläche angebracht. Das ist jetzt abmachen, ein bisschen doof. So, Folie ist runter. Also wir haben hier natürlich ein, habe ich auch noch gar nicht gesagt, Aluminiumgehäuse und das auch bei diesem Preis von dem Gerät, also wirklich sehr bemerkenswert, finde ich erstaunlich. Hat mich wirklich gefreut, als das angekündigt wurde, als es auf IFA quasi als Prototyp präsentiert wurde und damit angekündigt wurde. Habe ich wirklich sehnsüchtig erwartet. Es fühlt sich auch schon direkt spontan sehr gut an. Ist natürlich ein bisschen dicker. Ich weiß nicht nach genau Millimeter dicke, aber ein bisschen dicker als vielleicht so ein Asus Qi oder wie auch immer. Die sind noch ein Ticken dünner, aber das geht hier doch noch in Ordnung. Das ist noch nicht so, dass ich da denke, ich habe hier einen Mega-Klopper in der Hand. Natürlich ist der ein bisschen dicker, aber ich finde, das darf auch ruhig sein bei so einem Tablet. Das muss jetzt nicht für mich flach wie so ein Stück Papier sein. Ich finde, so ein Tablet darf ruhig ein bisschen Millimeter mitbringen. Kommt am Ende natürlich auch dem Akku zugute. So, jetzt gehen wir mal rund ums Gerät. Oben haben wir hier ein Aus, laut leiser Rippe. Dann rechte Seite. Ich hoffe, die Kamera kann das scharf stellen. Da haben wir hier eigentlich nur zwei Lautsprecherschlitze. Und dann Unterseite, ja, die Aufnahme fürs Tastaturdock hier mit den Connecting Pins. Und dann linke Seite, da geht es dann richtig rund mit Anschlüssen. Da haben wir hier erstmal den Klinkenanschluss. Dann Mini-Micro-HDMI-Anschluss, dann haben wir einen USB 2.0-Anschluss, dann kommt der USB 3.0-Anschluss, dann unser Schlitz für die Micro-SD-Karte und ein Schlitz für die SIM-Karte, hier jetzt bei der LTE-Variante, also nicht extra noch so eine Kappe, die ihr abziehen müsst, wo ihr dann die SIM-Karte einschiebt, sondern hier direkt ein Schlitz. Weiß ich nicht, ob ich das ganz so gut finde. Ich glaube, eine kleine Abdeckung dafür hätte ich ganz schön gefunden, aber nun gut. So macht das jetzt für mich auf jeden Fall einen guten Eindruck vom Gewicht her. Ich würde sagen, für ein 10 Zoll Tablet geht das auch in Ordnung. Kann mich hier nicht wirklich beschweren. Das liegt eigentlich sehr gut in der Hand. Fühlt sich sehr schön an. Ja, Stereo-Boxen hier angeblich. Finde ich ein bisschen schade, dass die an einer Seite sind. Da ist das Feeling dann schon wieder nicht mehr so toll. Und vor allem, je nachdem wie ihr es haltet, könntet ihr die untere verdecken wahrscheinlich. Wenn es natürlich hochkant haltet, habt ihr die frei. Okay, ja, Kameras haben wir natürlich auch noch. Hier Frontkamera, 2 Megapixel Kamera und Rückseitenkamera. Ebenfalls, ja, so viel eigentlich zu dem Gerät jetzt drumherum, macht für mich einen sehr schönen Eindruck, für den Preis auch sehr gut verarbeitet, hier keine scharfen Kamera, ob hier bei dem Klinkenanschluss, muss ich sagen, da ist es ein bisschen scharf, nur ganz leicht eben. Ansonsten, aber rundherum fühlt sich das sehr gut an, sehr wertig verarbeitet, also da hat Trackstar wirklich was Schönes abgeliefert hier. Und jetzt gucken wir uns passend dazu natürlich nochmal das Dock an. Hat hier eine Aluminium-Oberfläche und eine Kunststoff-Rückseite. Finde ich ein bisschen inkonsequent, hätte ich schöner gefunden, wenn man hier auch Aluminium-Rückseite, aber das ist natürlich wie auch ein Kostenfaktor. Das ist hier auch von der Oberfläche her so leicht gummiert, fühlt sich das an.
Also von der Haptik her auch die Unterseite von dem Tastaturdock, was man eigentlich weniger hat, auch natürlich im zugeklappten Zustand, fühlt sich sehr, sehr gut an. Achso, hier nochmal die Rückseite vom Tablet. Ja, durchs Aluminium. Es ist vielleicht ein bisschen rutschig, aber sag mal, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir das direkt aus der Hand rutscht. Ich kann das hier auch locker mit einer Hand balancieren, ohne dass es mir hier wegrutscht. Das also finde ich, geht in Ordnung. Nicht glatt, nicht super rutschig, aber ihr seht hier auch schon, Patscher-anfällig hier, ne? Fingerpatscher. Muss mal gucken, wie sich das auf Dauer entwickelt. Ansonsten Tastatur hier im Querz-Optik, also Format. Sprich, deutsches Tastatur-Layout. Sehr schön. Ich habe es jetzt wirklich für mich, hauptsächlich für Office-Bearbeitung, ein bisschen Surfen. Ansonsten hauptsächlich als Couch-Tablet, deswegen 10 Zoll. Und dann für unterwegs vielleicht mal, wenn man dann mal was schreiben will oder so, die Option mit dem Tastaturdock. Einfach sehr schön, dass man da auch mal unterwegs, Bus, Zug, irgendwo oder im Café ein bisschen bequemer arbeiten kann als vielleicht mit einem einfachen Tablet und der Bildschirmtastatur. Da finde ich immer wirklich die physische Tastatur immer noch ein bisschen schöner. Aber kommen wir mal zum Eindruck hier, was die Tastatur uns hier vermittelt. Wir haben hier so ein paar Pins, die einfach wahrscheinlich Abstand halten zum Display vom Tablet, einfach um das zu schützen. Dann Tastatur. Ich tippe mal gerade mal kurz ein bisschen rum. Doch, macht einen guten Eindruck. Ihr seht das, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber es drückt sich auch nicht wirklich gut durch. Natürlich, wenn ich jetzt hier mega stark drauf drücke, dann gibt es natürlich irgendwann nach, aber wenn wir so beim Tippen, dass wenn ich hier Dollar anschlage, das geht. Fühlt sich jetzt auch nicht so super billig oder irgendwas an. Das geht in Ordnung. Natürlich gibt es bestimmt wertigere Geschichten, aber ihr müsst immer diesen Preispunkt im Kopf behalten und dafür ist das schon wirklich gut. Ja, der Taste klappert fast bei allen Tastaturen immer so ein bisschen. Da merkt man dann irgendwann auch schon die Premium-Qualität an so einer Leertaste, glaube ich. Aber ich, für den ersten Eindruck bin ich absolut zufrieden mit. Das Touchpad, ja, natürlich ein bisschen klein geraten, kennt man größer, aber wie gesagt, man muss halt den Formfaktor bedenken, irgendwo muss ja der Platz auch herkommen. Das wirkt aber auch viel vom Drücken. Geht in Ordnung. Muss man gucken, wie sich das auf Dauer verhält natürlich, im Dauerbetrieb. Aber so klingt das alles sehr gut, nicht so scheppernd irgendwas. Ich kann hier auch mal wackeln. Knarzt hier nicht wirklich irgendwas. Natürlich verwindet sich die Tastatur so ein bisschen, wenn ich hier so ein bisschen hin und her drücke. Aber sagen wir mal, im Ganzen liegt das hier schon sehr gut. Und das Scharnier auch richtig, boah, kräftig. Also das ist echt tüchtig. Das bietet schon echt Stabilität. Das ist ganz gut. Ich guck mal gleich, wie der Verbund so den Eindruck macht. Aber ansonsten, ja. Was ihr wahrscheinlich schon gelesen habt, eben auf, das, auf der Verpackung, was ich auch vorgelesen habe, wir haben hier USB 2.0 Anschlüsse. Einen rechts und einen links. Und das war's. Also es reicht ja auch an so einem Tastaturdock, sag ich mal. Also, dass ihr überhaupt zwei USB 2.0 Anschlüsse bekommt, ist ja schon mal toll. Schöner wäre natürlich gewesen 3.0, ich weiß, wenn die einen oder anderen jetzt jammern. Aber ich sag mal, damit kann ich leben. In diesem Preisfeld, in diesem... Also für dieses Paket, was ihr hier bekommt, finde ich, geht das in Ordnung. So, jetzt stecken wir noch mal kurz das Tablet rein. Ist auch mit so einem Magnetverschluss. Also das zieht sich hier schon ganz gut selber auch in Position. Und ja, jetzt vom Öffnungswinkel her, sage ich mal, da wäre ein bisschen mehr gegangen. Da hätte ich ein bisschen mehr Winkel, hätte ich mir schon auch gewünscht. Und ihr seht auch, so ganz hundertprozentig stabil ist es nicht drin. Aber ich glaube nicht, dass das hier von alleine rausfallen wird. Nee, das hält schon ziemlich gut. Ich wackele hier rum und das fällt nicht raus aus diesem Tastaturdock. Und zum Rausnehmen, ja, geht auch ganz geschmeidig. Doch, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin wirklich angetan von dem Tablet. Das habe ich natürlich mal durch die Kamera geguckt und nicht die oft, was ich da mache. Und geschlossen das Ganze sieht das doch sehr fein aus. Natürlich nicht so mega schlank wie so ein Asus Chi oder hier die ganzen Mac-Geschichten von Apple, aber bedenkt hier immer diesen Preispunkt und dafür, finde ich, bekommen wir wirklich ein tolles Gerät. Ob das wirklich auch im Alltag bestehen wird und wie es so wird, das werde ich natürlich berichten, aber vom ersten Eindruck her bin ich erstmal positiv überzeugt von diesem Gerät und freue mich darauf, hier mit meinen Erfahrungen zu machen, jetzt endlich mal mit einem Windows 10 Convertible Tablet. Das mit dem Scharnier geht natürlich besser. Das finde ich aber, sag mal,
glaube, damit kann ich noch leben. Hauptsache, es ist stabil, dass es ein bisschen hin und her wackelt. Okay, das sind halt nur diese zwei Pins, die das da drin halten. Und ja, wenn man hier vielleicht einen Leist noch gemacht hätte, die das Ganze nochmal extra stützt, das hätte vielleicht geholfen. Aber ich sag mal, das geht in Ordnung. Damit kann ich, glaube ich, leben. Wenn es auf Dauer nicht schlimmer wird, geht das für mich immer noch in Ordnung. Also ich bin wirklich überzeugt jetzt erstmal für den ersten Eindruck auf jeden Fall von diesem Gerät. Wir werden sehen, was der Alltag so bringt. Ich werde euch berichten. Ich verspreche es euch. Dazu gibt es dann wieder Videos. Ihr müsst nicht wieder über ein Jahr warten, bis ich hier auf dem Kanal wieder was passiert. Wenn ihr es wollt, dass ich von dem anderen Gerät nicht noch so angetestet hatte, die Videos habe ich alle noch. Die habe ich nur nicht geschnitten und nicht hochgeladen. Wenn ihr die unbedingt sehen wollt, lade ich die natürlich auch hoch. Schreibt es mir einfach mal runter in die Videobeschreibung, was ihr davon denkt. Und ja, dementsprechend werde ich dann diese Videos dann hochladen, wenn ihr es unbedingt wollt. Auf jeden Fall, das war jetzt erstmal das Trackstore Surftail Duo V1 in der LTE-Variante. Ja, das war das Unboxing hier zum neuen Volkstablet der vierten Generation, dem Trackstore Wintron V1 Duo 10.1 in der LTE-Variante, 299 € und ein paar kaputte, wie gesagt. Ich bin, wie gesagt, sehr angetan von dem Gerät bis hierhin. Ja, aber das hier sollte ja eigentlich die Endcard werden, von daher bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei, wenn ich hier mein Review zu mache. Wird, denke ich mal, ein, zwei Wochen dauern ungefähr, oder drei, gucken, wie ich es schaffe. Jedenfalls, wann meine Eindrücke hier komplett gesammelt sind von diesem Gerät. Aber bis jetzt macht es auf mich einen sehr guten Eindruck. Ich bin sehr gespannt, ich freue mich wirklich damit zu arbeiten und dass es mein neuer mobiler Begleiter wird hier. Und da es hier die Endcard ist, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube auf der Seite waren es irgendwie noch ein paar alte Videos, ein paar alte Unboxings oder Reviews. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was ich da jetzt verlinke. Ihr werdet sehen und klickt drauf oder lasst es. Ist mir auch jetzt gerade mal egal. Ich komme ja gerade jetzt wieder, das heißt neues Stuff, eigentlich ist es uralt, deswegen müsst ihr gar nicht draufklicken. Es interessiert euch, was ich da vor Ewigkeiten ausgepackt habe. Und ja, unten kommt ihr auf jeden Fall zu meinem Zweitkanal, dem B-Kanal, den ich eigentlich bisher immer aufrechterhalten habe. Einfach aus dem Grund, dass es für mich die Videos, die ich dort mache, weniger aufwendig, weniger Schnittarbeit, einfach auch von der Produktion her einfach insgesamt viel weniger. Und von daher gab es einfach die ganze Zeit dort immer neuen Inhalt und hier einfach mal nicht. Dennoch danke ich euch, dass ihr mir treu gehalten habt und sogar noch so viel dazugekommen sind. Über 1000 Abonnenten jetzt und das, obwohl ich nichts mehr hochgeladen habe, ist der Wahnsinn. Ich freue mich wirklich und ich verspreche oder ich werde mich bemühen jedenfalls, das hier wieder ans Laufen zu kriegen, dass ihr mal wieder regelmäßig von mir neuen Stuff hier bekommt und dass ich hier neue Geräte für euch teste. Gut, das soll es gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr so ist, natürlich unten nicht vergessen, Däumchen drauf. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne machen, wenn meine Art und Weise euch gefällt. Ich weiß, das war das Unboxing vielleicht ein bisschen eingestaubt. Ich muss auch erstmal wieder reinkommen und ja, es wird schon auch besser wieder. Und bis zum Review, schreibt mir ruhig runter in die Kommentare, was euch so interessiert an dem Tablet. Vielleicht kann ich das auch schon zwischendrin euch mal beantworten und kann das auch in mein Fazit mit aufnehmen. Einfach mal in mein Review, was mir in Säulen aufgefallen ist oder was ihr Fragen an dieses Gerät habt. Was kann es nicht, was geht damit? Schreibt es einfach bunt lustig unten in die Kommentare. Ich werde mich bemühen, das alles zu beantworten und dem nachzukommen. Ja, und dann sehen wir uns dann auch im nächsten Video hoffentlich wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video gerade guckt. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut.